So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt mal stehen geblieben. Ich wollte mir nochmal das Inventar hier angucken. 214 Leben haben wir, ist ja nicht übel. Und ja, hier geht's weiter. In der komischen Mine, wo wir hier sind. Ich habe kein Damage bekommen anscheinend. Oder Damage wird mir nicht angezeigt. Nein, ich habe wirklich keinen Schaden bekommen. Die sind einfach nur explodiert, ohne dass ich Schaden kassiert habe. Finde ich auch geil. So, hier ist gar nichts anscheinend. Einfach nur eine kleine Sackgasse. Okay, was haben wir hier? Schauen wir mal fix um die Ecke. Okay, ist gar keiner. Pollux! And how have the rebels been treating you? Those iron pick scum are forcing me to make weapons for them. Can't have that. Stand back, and I'll blast these bars right out of their frame. Before you do something that might damage either one of us, how about throwing that switch around the corner? Okay, wir sollen also einen Schalter jetzt benutzen, um den rauszuholen. Jetzt frage ich mich aber, welcher Schalter gemeint war. Vielleicht um die Ecke der? Irgendwas mit der Corner? Ach ja, der ja. There, no, that wasn't too hard. Even so, I owe you, brother. If you ever get through this battle alive, come by my shop and I'll thank you proper. Okay, wieder ein neuer Zwerg, den wir befreit haben. Er wurde gezwungen, Waffen für sie zu schmieden. So, haben wir ja was Schickes drin. Ne. Den nichts dagelassen, die Sau. Gut, dann habe ich trotzdem noch eine Ebene verpasst. Die ganz unten, die. Alter. Ich will das heute nicht so recht. Level 6 mit dem Schlangschwert. Okay, ich habe dieses Vieh angegriffen. Irgendwie will der nicht so recht. So. Regeneration immer noch Stufe 3. Oh Gott. Ich sehe schon. Okay, den werde ich so töten. Dafür werde ich auch kein Mana verschwenden. Dafür werde ich einfach ein Throwing Axe benutzen. Ach so, wir sollten das anscheinend in die Luft sprengen. Unser schönes Langschwert Stufe 6. Ah, okay, da ist noch was. Werden wir auch nochmal ganz kurz auslösen. Wunderbar. Sieht gut aus. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo ich lang soll. Theoretisch habe ich in dem Verdacht, dass ich da hinten lang sollte. Aber ich werde erstmal hier lang gehen. Oh, da schießt schon wieder einer nach mir. Nein, du kleiner Hoppel. Du Hobbit, du. Da oben war schon wieder einer. Alter, da ist auch noch einer. Ja, einfach mal so die Regeneration nehmen, einfach just for fun. Na, böser du. Und über mir schießt einer Dings. Über mir schießt eine Wurfechse, immer noch, glaube ich. Aber ich komme ja auch gar nicht. Doch, ich komme ja auch, cool. Das ist das erste Mal, ich kletter als Drake. Schauen wir mal, ob das was wird. Ah ja, okay, an dieser Stelle erinnere ich mich noch teilweise. So, Hallöle da hinten. Der hat mir einfach so sein Prügel ins Gesicht gerammt. Na, jetzt rennt er weg, weißt du, du Feigling. Soll wieder runterklettern wie ein scheiß Mana-Trank oder wie? Mann, Mann, Mann. Noch mehr Wurfäxte. Ja, ich will diesen Mana-Trank aber haben. Schau, wo liegt er denn da unten? Direkt auf dem Feuer. Na, da freue ich mich doch. Minimaler Schaden kassiert. Ah, ist okay.
vorbeigesprungen. Okay, kann man überhaupt ranspringen? Ja, wunderbar. Das erspart mir ein bisschen Zeit. Der ist ja immer so ein bisschen langsam am Klettern. So, wäre ein Lara Croft viel geiler. Ich glaube, das war's hier auf der Ebene. Können wir jetzt hier durchjumpen? Ein geheimes... Oh. Ein geheimes... Ja, ein geheimer Gang, oder was? Schauen wir uns das mal an. Theoretisch müssen wir durchlaufen, wa? Ich mach's einfach mal. Okay, das tötet mich nicht instant. Macht mir nur minimal Schaden. Huch! Aus dem Minimal ist doch auf einmal ein Maximal Schaden geworden. So, Regeneration Rang 4. Regeneration ist eigentlich mein Zauber, den ich am meisten benutze. Da ist Necros. Thor ist der Verräter. Necros, please, you twit. How could you have let this happen? I never thought the braggart would succeed. Oben links sieht man Drake. A commoner. Rude, crude and rather insolent. Did he have a scar across his face? Yes. Why? Drake. You know him? Yes. Your crude commoner happens to be Celestia's personal emissary. It did mention her. You imbecile. Now I have to revise my plans. Did you bring the scepter? I'll need it soon. I've given it to the ogres for safekeeping. We'll retrieve it soon enough. Now, come with me. I'll need you to explain this debacle and why I shouldn't have you flayed and fed to the hounds. Ja, der ist jetzt sauer. Ich denke, ich muss hier runterspringen. Ich probier's einfach mal. Der ist sauer auf Thor, dass er ihm nicht vorher Bescheid gesagt hat. Jetzt muss er seine Pläne umändern. Und er gibt das Zepter, welches anscheinend hier wichtig ist, den Ogern zum Aufheben. Und hier kommen wir anscheinend nicht lang, wa? Ne, sieht nicht so aus. Er gibt es den Ogern, die wir schon gesehen haben, die wir schon kennenlernen durften, das Zepter, damit die es verteidigen. Okay. Hier ist nichts, glücklicherweise. Oh Gottchen. Ich muss ganz kurz heilen. Na, ihr kleinen Viecher. Ah, die Regeneration ist so genial, wie die heilt. Und wie schnell auch. Ja, dann geht mal drauf, ja, wa? Ihr Mistkröten. So war er. Hat er nicht noch Geld hinterlassen? Na gut, dann nicht. Aber da war noch einer. Patsch, patsch. Gut, das sind auch seine Lakaien gewesen. Hier können wir wieder hochklettern. Gleich. Okay, aber wirklich gar nichts mehr. Da oben war, glaube ich, ein Fass. Schauen wir mal. Und die Regeneration hält auch übel lange. Okay, nur ein Fass, wirklich. Da können wir rüber jumpen, um das Tor rumzukommen. Ist hier gerade ein Loch gewesen? Ah nein, einfach nur ein Grafikbug. Ich habe mich schon gewundert. Hä? Ein Loch? Na komm, triff's. Wunderbar. 12 Exploding Gems. Nicht gerade wenig. Ich muss so viel Mana-Pränke nachkaufen. Ich habe ja noch so viel Gold, glücklicherweise. Da kann ich mir das ruhig leisten. So, und jetzt können wir ganz gemütlich auf die unterste Ebene gehen. Denn wir müssen ja eh zurück hier. Bin ich da rein? Ach ja, da war das Tor gewesen, okay. Da bin ich also wieder runter. Oder ich bin links rein und bin dann wieder geradeaus rausgekommen. So, ein klein... Da hinten war aber auch noch was, wo ich zerstört habe. Da muss ich jetzt auch mal... Sorry Leute, da muss ich hin. Ich will wissen, ob da noch was ist. Ich will ja schließlich gar nichts verpassen. Ich habe das noch nie wirklich durchgespielt. Ich weiß noch nie, ob ich wirklich alles abgesucht habe. Ich will wissen, was es hier noch so Schönes gibt. Und ich denke, das wollt ihr ja auch schließlich. Ihr wollt ja so viel vom Spiel sehen wie möglich. So, ja, aber den Typen befreit, den Pollux. Der schmiedet uns Waffen, wenn wir möchten. Oder er gibt uns eine Vergünstigung, wer weiß. Ja, und dann mal schauen, was abgeht, wenn Dane weiß, dass Thor der Verräter ist.
Okay, da kommen wir nicht mehr zurück. Okay, gar nichts, null. Und der Mechanismus da hinten hat dafür gesorgt, dass wir hinten wieder da latschen dürfen. Gut, das passt, geht ja schnell. Das dauert nicht lange. Hier ging es hoch zu Necros. Ja, also schon heftig, dass da ein Verräter mit dabei ist. Thor, wer war der andere gewesen? Ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Aber einer davon war der Verräter. Jetzt weiß man auch wer. Ach ja, da war ja noch was. Versuch mal ohne Schäden hier vorbeizukommen. Schön wär's. Okay. Gefährlich, gefährlich. Naja. Ich weiß, dass du wenig Leben hast. So, und die Oger sollten eigentlich für uns jetzt mittlerweile auch kein so großes Problem mehr sein. Vor allem, wenn wir gleich die volle Plattenrüstung haben. Aber wir haben nicht mal 5000 Gold, okay. Aber eine bessere Rüstung, glaube ich, haben wir dann. Schauen wir mal. Und halt eine gute Regeneration, also die ist ja auch nicht zu verachten, wenn wir gegen die Oger kämpfen. Auch wenn wir vielleicht jedes Mal eine Regeneration anschmeißen müssen, da war schon wieder der Grafikbug. Wäre mir das auf jeden Fall wert gewesen. Okay, dann auf geht's nach unten wieder. So, hier hinten ging's lang, wa? Hier? Okay, dann hier. Genau. Das sind zwei identisch aussehende Räume gewesen. Cool. Oder auch nicht. So, volles Leben sind wir ja wieder, wa? Ja. Aber, das Ding kostet so viel Mana, das ist Wahnsinn. Das ist halt ein guter Heilungszauber, ne? Scheiß auf das bisschen Leben. So, hier muss ich auch noch runter. Das Ding scheint hochzukommen. Bring mich nach unten. Okay, war glücklicherweise kein Schaden. Und hier ging es noch lang. Vielleicht geht es ja auch wirklich zurück. Vielleicht muss ich ja wirklich hier lang, um zurückzukommen. Wer weiß. Okay, da ist schon eine kleine Monsterratte hier. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gerade tot. Okay. Muss ich zwar noch eine Potion ausgeben. Ach, kein Ding, kein Ding. Dafür, dass wir nicht gestorben sind, das ist okay. Sondern es scheint wirklich, dass wir hier wieder zurückgekommen sind. Na, ihr kleinen Mistbiester. Wie geht's euch so, hä? An die kann ich mich auch noch erinnern. Schweine, die sich versteckt haben, die Mistgurken. Ach, Leute. Dieses in Erinnerung schwelgen ist schon toll. Okay, der lebt noch. Das heißt, da ist nicht wirklich irgendwas passiert. Toll. Darf ich die wieder besiegen? Der ist auch zu blöd zum Springen. Mann. Gut. Dann müssen wir das X wirklich ein bisschen länger gedrückt halten, damit wir auch rüberjumpen können. Tschu! Irgendwie krieg ich es nicht hin. Was ist da los? Also ein bisschen Weitersprung kann das sein? Komme ich denn hier wirklich überhaupt nicht drüber? Glaube ich nicht. Versuchen wir Anlauf zu nehmen. Vielleicht wird es ja dann was. Yeah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch darüber kommen. Boah. Nach rechts habe ich gesagt. Ach, unfähiger, du. Diese Pixelmonster sind schon. Nee. Okay, der Part ist aber gleich schon wieder vorbei. Jetzt müsst ihr mich einfach fett von der Seite angreifen. Ja, fetten Streit kommen in die Rippen rein. Okay, ich bin wieder unten. Ui, hi. Der hat auch schon eine schöne Verzauberung. Cool. Sie, ja, die Rebellen sind erschienen. Sie haben einen geheimen Tunnel unter der Stadt oder unter dem Gewölbe hier.
Aber was dann passiert, werden wir dann beim nächsten Mal sehen bei Crusaders of Might and Magic. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.